Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass du dabei bist. Ich bin Lisa und werde dich durch das Training begleiten. Mit dieser Fitnesseinheit wirst du etwas Gutes für deinen gesamten Körper tun, indem du deine Muskeln stärkst und die Fettverbrennung anregst. Bevor es aber richtig losgeht, starten wir gemeinsam mit einem kurzen Warm-up. Stell dich dazu bequem hin und beginne dein linkes Fußgelenk zu kreisen. Mit dem anderen Fuß das gleiche. Und dann machen wir große Armkreise nach hinten. Lass deine Knie dabei locker, dass sie die Bewegung mitnehmen können und führe die Arme so weit es geht nach hinten. Dann wechseln wir die Richtung, große Kreise von hinten nach vorne. Es geht weiter, ein Aufwärmen für die Hüfte, dafür zieh dein Knie einmal in einem großen Bogen weit nach hinten und wieder nach vorne. Das andere Bein. Und dann stell dich gerade auf, atme nach oben ein und lass alles locker nach unten sinken. Arme machen die Bewegung, als würdest du etwas greifen und fest umarmen. Zieh dich noch einmal in die Länge, stell dich ein bisschen breiter auf, zieh den Körper mit zur Seite. Dann spann deine Bauchmuskulatur an, wachs nach oben. Nimm ein Bein in die Luft, kreis erst ein paar Mal nochmal den Fuß und dann das Knie. Super, dann geht es jetzt mit dem richtigen Training los. Im Hintergrund siehst du schon, was auf dich zukommt. Und dann können wir gemeinsam starten. Wir laufen viermal mit den Füßen nach hinten und viermal ziehen wir die Knie vorne hoch. Um dir das ein bisschen zu erleichtern, nimm immer die Hände mit und versuch entweder mit den Füßen oder den Knien deine Hände zu berühren. In diesem Training gehen wir 40 Sekunden in die anstrengende Phase und nachher hast du dann wieder 10 Sekunden Pause. Super, die erste Übung hast du schon hinter dir. Weiter geht es dann mit einem seitlichen Kniefall, einer Kniebeuge und das gleiche dann nochmal mit dem anderen Bein. Nimm die Arme dafür lang mit nach vorne und wenn das Bein zur Seite geht, nimm auch die Arme mit hoch neben die Schultern. Klasse. Für unseren Gleichgewichtssinn einmal das linke Bein nach hinten ziehen, die Arme ziehen nach oben und dann bringen wir beides vor dem Körper wieder zusammen. Die schwierige Variante ist, den Fuß hinten in die Luft zu strecken. Du kannst ihn aber auch genauso gut einfach auf dem Boden absetzen. Ich zeige dir hier in dem Video beide Varianten. Kurze Verschnaufspause, bevor es zur anderen Seite geht. Und los. Lang nach oben wachsen.
Streck das Bein hinter dir ganz aus, bevor du es wieder beugst und das Knie vor dir hochziehst. Wenn dir dieses Video gefällt, klick doch schnell auf den Daumen hoch und abonniere den Kanal. Das ist für dich komplett kostenfrei und mich unterstützt du damit sehr. Super, in der nächsten Übung laufen wir seitwärts und ziehen dann das Knie wieder mit nach vorne, so ähnlich wie gerade schon. Es sind immer drei Schritte, die wir zur Seite laufen. Ich kreuze hier immer vorne und dann ziehe ich das hintere Bein nach vorne hoch zu dem entgegengesetzten Ellenbogen. Vertieft ruhig das Standbein, also beugt das Bein, wenn ihr an der Seite ankommt. In der nächsten Übung wandern wir mit den Händen nach vorne weg, bis wir gerade in der Stützposition ankommen und dann laufen wir mit den Händen wieder zurück. Wenn ihr es schon könnt, lasst die Knie gestreckt die ganze Zeit. Wenn das noch nicht geht, dürft ihr sie natürlich auch beugen, aber immer mit dem Ziel, sie jedes Mal ein wenig weiter zu strecken. Dann haben wir nämlich gleichzeitig eine dynamische Dehnung der Hinterbeine. Wichtig ist, dass ihr hier die Bauchspannung haltet. Wir wollen auf gar keinen Fall in ein Hohlkreuz fallen. Immer Kontrolle im Oberkörper behalten. Wir bleiben unten, ziehen jetzt viermal die Hände zu den Schultern hoch und dann viermal diagonal die Knie zu den Ellenbogen vor. An die Schultern tippen und Knie vor. Im Tempo könnt ihr gerne variieren. Entweder ihr macht es schneller als ich oder langsamer oder einfach genau gleich schnell. Gut, wir kommen nochmal in den Stand. Wir haben hier eine federnde Kniebeuge und dann ziehen wir die Fersen hoch, strecken uns lang aus. Auch hier wieder Spannung im gesamten Oberkörper. Das Gewicht ist bei der Kniebeuge hinten auf den Fersen und dann verlagern wir es ein Stück nach vorne auf die Zehenspitzen, damit wir die Fersen anheben können. Tiefe Kniebeuge, achte darauf, dass die Knie gerade nach vorne zeigen, nicht zueinander x'en, also zueinander drehen. Und der Popo zieht das Gewicht nach hinten. Super gemacht. Wir kommen nochmal in die Stützposition, öffnen jetzt die Füße einmal schrittweise zur Seite und dann hüpfen wir zweimal auf und zu. Wer das mit den Hüpfern nicht machen kann, der kann natürlich auch einfach die ganze Zeit die Füße schrittweise zur Seite nehmen. Fühlt euch da frei. Wir stehen wieder. Eine meiner Lieblingsübungen. Meine Kursteilnehmer kennen es schon. Wir gehen vorne in den Ausfallschritt, einmal zur Seite und dann nach hinten.
mit dem gleichen Bein mehrere Runden, bis wir die 40 Sekunden geschafft haben. Bei dem Ausfallschritt nach vorne, Knie schön gerade halten. Bei dem zur Seite beugen wir nur das äußere Knie. Und bei dem nach hinten auch wieder schön auf die Knie achten. Den Rücken halten wir natürlich die gesamte Zeit über lang gestreckt. Mit dem anderen Bein machen wir das Gleiche natürlich auch noch. Großer Schritt nach vorne, weit zur Seite und auch wieder groß nach hinten. Sehr gut. Klasse gemacht. Okay, es geht nochmal weiter. Eine Kombination aus Bein- und Stützarbeit. Bring die Füße weit nach hinten in die Stützposition. Vertief noch einmal, wenn die Füße wieder vorne angekommen sind. Streck den Rücken lang. Bring das Brustbein nach vorne. Und die Beine nach hinten, nach vorne und vertiefen. Super! Ihr habt es geschafft! Du hast das Training erfolgreich absolviert. Sehr, sehr toll, dass du mitgemacht hast. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie dieses Training für dich war und schau meine Videos durch. Vielleicht ist ja noch ein spannendes Training für dich dabei. Danke und bis zum nächsten Mal.